Ein Kinderwagen ist in die Werkstatt gefahren. Wem gehört er? Färbe die Haare. In der Mitte ihrer Stirn befindet sich ein roter Punkt. Wow, sieh dir den Kopf an. Die Haare begannen zu glänzen. Du kannst das Klingeln der Armbänder aus dem ganzen Land hören. Eine alte Dame kommt jedes Wochenende an den Fluss. Ich will eine schöne Aussicht haben und gleichzeitig Wäsche waschen. Als plötzlich ein riesiger Lotus den Fluss hinunterkam. Ich traue meinen Augen nicht. Es ist ein Baby. Komm her, Baby. Ein Kind? Priya, das ist ein Segen. Wir haben uns unser ganzes Leben lang Kinder gewünscht. Der Himmel hat uns ein Baby geschenkt. Wir werden sie Pooja nennen. Bereite die Materialien vor. Baue einen Rahmen zusammen. Die Beine sind so elegant. Schneide den Draht durch. Ein goldener Ring wird den Baldachin sichern. Wow, eine Blumenwiese. Der Vorhang aus gelben Blumen wird den Schlaf des Babys in ein Märchen verwandeln. Die Großmutter beschloss, das Baby im Zimmer zu lassen. Leg dich auf weiche Kissen. Und ich muss mich um etwas kümmern. Aber Pooja kann nicht still sitzen. Oh, du hast so viel Energie. Du kannst dich auf der Couch bewegen. Farouk, Schatz, pass auf sie auf. Das mache ich doch gerne. Ich werde so aufmerksam sein wie immer. Aber er schlief ein. Das Mädchen beschloss, diese Chance zu nutzen. Pooja, wo ist das Baby? Farouk, hast du wieder alles verschlafen? Oh, sie kann doch nicht zu weit weg sein. Pooja, wo bist du? Es stellt sich heraus, dass das Mädchen an einem Sari hängt. Pooja, ah, da bist du ja. Wir haben unser Mädchen gefunden. Jetzt verbringt die Familie ihre ganze Zeit zusammen. Also, wen nehmen wir? Einen Elefanten. Male ihn an. Füge Schatten hinzu. Die Hufe sind mit glitzernden Stülpen verziert. Schneide ein dekoratives Band zu. Die Pferdedecke ist fertig. Es gibt goldene Ohrringe in riesigen Ohren. Manche sagen, wenn du einen geschmückten Elefanten triffst, bringt er dir Glück. Das Baby ist groß geworden. Jetzt kann sie alleine durch Jaipur laufen. Ah, die Blumen duften so gut. Und was ist das? Ein Zirkus? Interessant, ich muss mal reinschauen. Was sie sah, schockierte das Mädchen. Die armen Tiere leiden in ihren Käfigen. Elefant, bist du traurig? Hab keine Angst, ich werde dich retten. Der Elefant ist frei. Wie kannst du es wagen? Aber er stolperte über einen Ball und ist im Käfig gelandet. Grrr. Ja, von jetzt an sind alle Tiere frei. Hallo. Es ist Zeit, die Haare zu verändern. Wow, ich liebe es. Trage Schminke auf. Sie hat ein Bindi auf der Stirn. Wir haben ein schönes Outfit aus einem glitzernden Stoff gemacht. Wir müssen nur noch Bänder hinzufügen. Wow! Auf dem Kopf befindet sich ein funkelndes Accessoire. Das Baby ist bereit, die Welt mit ihrer Schönheit zu einem besseren Ort zu machen. Pooja ist ein toller Teenager. Das fleißige Mädchen wusch einen Elefanten in der Nähe des Flusses. Als sich plötzlich die Büsche bewegten. Aha, hier ist meine Beute. Wer ist da? Puh, ich werde deinen Elefanten stehlen. Denk nicht mal dran. Haha, habe ich dich. Hör auf, was machst du da? Es stellte sich heraus, dass es nur eine Filmkulisse war. Hast du das Drehbuch gelesen? Was war das für ein Amateurzeug? Das nennt man Improvisation. Herr Regisseur, was ist los? Schatz, das hast du toll gemacht, mach dir keine Sorgen. Und der Bösewicht ist völlig außer Kontrolle. Nun, ich bin mit deinem Verhalten nicht zufrieden, ich gehe jetzt. Hey, warte, ich habe überreagiert, das kommt vor. Hm, löse deine Probleme selbst. Elefant, ich werde dich weiter waschen.
Schneide einen gedruckten Packungsumriss aus. Setze eine Schachtel zusammen. Wir haben aus einem Strohhalm eine Henna-Röhre gemacht. Drei Farbtöne und jede Menge Schablonen. Das Henna-Set wird die junge Künstlerin glücklich machen. Harley und Joker haben beschlossen, ihren Urlaub in Indien zu verbringen. Schau, alles ist so ungewöhnlich. Möchtest du Blumen für die schöne Dame kaufen? Wähle bitte. Ja, ich möchte einen Strauß. Schatz, nimm ihn. Oh, wie schön, danke. Leute, wollt ihr etwas Henna? Natürlich, ich liebe Tattoos. Was immer du willst, Süße. Die Künstlerin hat ganze Arbeit geleistet. Wie schön, bedank dich bei ihr. Ja, Schatz, das gehört dir. Bye. Wow. Pucha wuchs zu einem schönen Mädchen heran. Was für ein elegantes Outfit. Dekoriere es mit einem goldenen Band. Sie trägt eine goldene Halskette. Voila! Ein prächtiger Sari vervollständigt den Look. Bedecke die Haare. Überall glitzern goldene Accessoires. Sie sieht wunderschön aus. Pucha wuchs heran und wurde noch schöner. Und sie wurde noch besser im Tanzen. Es war Puchas Geburtstag. Die ganze Straße versammelte sich, um ihr zu gratulieren. Eine Veranstaltung wie diese muss bunt sein und Spaß machen. Jeder wirft mit eingefärbtem Reismehl. Wow, es stellt sich heraus, dass es Spaß macht. Je mehr Pulver du auf dich selbst wirst, desto bunter wird dein Leben. Was für ein glücklicher Tag. Wähle einen Strohhalm. Sven, können wir uns deine Glocke ausleihen? Befestige sie am Strohhalm. Mache Öffnungen. Das Mundstück der Zurna glänzt. Das Instrument macht einen so schönen Klang. Die Menschen arbeiten auf einer Teeplantage. Das Sammeln von Blättern unter der heißen Sonne ist anstrengend. Oh, der Korb ist voll. Als plötzlich eine Melodie die Leute ablenkte. Pucha beschloss, ihre Freunde mit ihrer Musik zu unterstützen. Wie toll. Das hebt die Stimmung. Die Mädchen begannen zu tanzen. Und sie fühlten sich nicht mehr müde. Danke, Pucha. Die Klänge von Zurna haben uns Energie gegeben. Schneide einen Plastikdeckel zu. Indisches Essen ist köstlich. Du kannst die Gewürze riechen. Vergiss nicht, es schön aussehen zu lassen. Pucha hilft oft Obdachlosen. Aber die Straßenaffen wollen auch ein paar Snacks. Sie haben beschlossen, etwas Essen zu stehlen. Oh, wie unhöflich. Raus hier, raus. Sobald Pucha das Tablett auf den Boden stellte, nahmen die Affen alle Snacks. Oh nein, das ist schon wieder passiert. Wir werden wegen dir hungern. Schämten sich die Affen. Sie beschlossen, mit allen zu teilen. Keiner wird hungrig bleiben. Dank Puchas gütigem Herzen. Wir haben ein Stück Modelliermasse. Rolle sie und füge Ornamente hinzu. Handgezeichnete Ornamente machten es noch wertvoller. Schneide Holzspieße zu. Reiße ein wenig hinein. Wir haben eine Textur gemacht. Lege die Spieße in ein Rohr und bedecke sie mit einem Deckel. Sobald du sie anzündest, wird die Werkstatt vom Sandholzgeruch erfüllt. Jahre später. Pucha hat ihre eigenen Enkelkinder. Sie beschlossen, ein bisschen herumzuspielen. Ja, auf dem Bett herumhüpfen. Und eine Kissenschlacht schützt euch. Also Kinder, was ist das für ein Lärm? Ups, raus hier. Versteckt euch schnell. Ich brauche etwas Ruhe und Frieden. Weihrauch wird helfen. Die Oma zündete den Weihrauch an und der Duft zog durch den ganzen Raum. Huhu. Jetzt stören die Streiche der Enkel die Oma nicht mehr. Und die Kinder haben doppelt so viel Spaß. Ich bin absolut ruhig und harmonisch. Was für ein schöner Stoff. Wir brauchen nur ein Stück.
Lass uns Dekorationen und ein Band mit Magie herstellen. In der Mitte befindet sich ein goldenes Tablett. Dekoriere sie mit Trockenblumen. Oh, eine Minitasse. Wie süß. Genau das, was du für die Zeremonie brauchst. Stell sie in die Mitte. Wer will Tee? Kauft Stoffe. Kauft einen Truthahn. Was ist los? Ich habe doch nur Spaß gemacht. Oder habe ich das? Wer hat hier das Sagen? Oh, ich bin zu viel gerannt. Hallo, Lady. Was möchten Sie? Ich nehme dieses Kissen. Möchtest du auch einen Truthahn kaufen? Nein, danke, wir gehen. Vielleicht änderst du ja deine Meinung. Dieses Angebot ist es wert. Was möchtest du? Ah, was für ein wunderschönes Set für eine Teezeremonie. Komm her, Enkelsohn. Bring den Korb mit, wir haben eine neue Anschaffung. Viel Spaß. Bye. Wie wär's mit einem Truthahn? Ich gebe dir 50% Rabatt.